Die zentrale Erstanlaufstelle im Jugendamt ist der Allgemeine Soziale Dienst oder auch ASD. Die Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen im ASD haben zunächst Verwaltungstätigkeiten zu tun, beraten telefonisch und verschicken Informationsmaterialien. In gezielten Beratungsgesprächen informieren sie über die kommunale Förderung im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Sie geben Ratschläge in Erziehungsfragen und prüfen die Einleitung von Hilfen zur Erziehung. Beratungsgespräche finden nicht nur im Gebäude des Jugendamts in Würzburg oder Ochsenfurt statt, sondern auch vor Ort. Die Fachkräfte machen dafür auch Hausbesuche. Eine weitere Hauptaufgabe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz ist die Beratung bei Trennung und Scheidung sowie zum Umgangsrecht. Dabei ist es wichtig, dass den Eltern vermittelt wird, die Partnerebene strikt von der Elternebene zu trennen. In der behördlichen Sozialarbeit ist auch die kollegiale Beratung und Fallbesprechung wichtig. Das passiert im Rahmen von Teamgesprächen oder in der Supervision. Oft gibt es komplexe Familienstrukturen und Problemstellungen, die die Fachkräfte auch mit Hilfe von grafischer Darstellung erfassen. Im Jugendamt herrscht grundsätzlich das Vier-Augen-Prinzip. Kein Mitarbeiter trifft weitgehende Entscheidungen alleine. Ja, Jugendämter stehen in der öffentlichen Wahrnehmung immer dann, wenn ein Kind zu Schaden kommt. Wir hatten das ja die letzten Jahre mit diesen sehr schlimmen Kindstötungen. Und da ist es ganz wichtig, dass Jugendämter immer die Balance halten zwischen Schützen und Helfen. Wir haben zunächst einen Schutzauftrag, der gesetzlich verankert ist. Wir müssen Kinder schützen, wenn Eltern nicht in der Lage sind, dies zu tun. Dieser Schutzauftrag verpflichtet uns auch leider, Kinder aus der Familie herauszunehmen, Familien zu trennen, wenn es nicht anders geht. Im Gegenzug haben wir auch die Aufgabe und den Auftrag, Hilfe anzubieten. Also KOKI nennt sich Koordinierende Kinderschutzstelle. Wir sagen hier im Jugendamt gern KOKI-Netzwerk Frühe Kindheit, um das Wort Kinderschutz ein bisschen außen vor zu lassen. Wir zeigen den Familien Beratungsangebote auf, gehen in die Familien rein, schauen uns da ein bisschen die Interaktion an zwischen Mutter und Kind, Vater und Kind und beraten die da schon mal mit dem Wissen, das wir haben. Also das Ziel ist einfach, dass wir Familien wirklich möglichst frühzeitig erreichen. Sozialraumorientierte Jugendhilfe im Landkreis Würzburg, was ist das eigentlich? Wir sind seit 2007 auf dem Weg, sozialräumliche Methoden und Arbeitsweisen im Jugendamt einzuführen. Und wir haben im Bereich der Jugendhilfe in den 52 Gemeinden, Märkten und Städten unseres Landkreises Netzwerke aufgebaut. Runde Tische, wir sprechen mit Schulen, wir sind mit Kindergärten im Gespräch. Und die Philosophie ist die, dass wir aus dem Amt heraus in die Sozialräume gehen und dort uns vernetzen mit unseren Partnern. Im Rahmen der sozialraumorientierten Jugendhilfe werden auch verschiedene Projekte initiiert. Ein 5-Jahres-Projekt zum Beispiel ist das Projekt Kids im Verein – Starke Vereine stärken Kinder. Dazu besucht auch Landrat Eberhard Nuss als Schirmherr dieses Projekts Einrichtungen der Jugendarbeit, hier zum Beispiel das Jugendzentrum in Hettstadt. Politik zum Anfassen, Lebenswelt mitgestalten und sich artikulieren lernen ist das Ziel. Aber auch ein lockerer Kontakt nach dem Motto Kommunalpolitik und Kommunalpolitiker zum Anfassen ist dabei wichtig. Jugendliche wollen ernst genommen und mit einbezogen werden und wollen ihre Umwelt selbst mitgestalten. Also die Jugendgerichtshilfe hat die Aufgabe, den Jugendlichen und seine Angehörigen bzw. den Heranwachsenden in dem gesamten Verfahren zu betreuen. Das heißt also, es wird erstmal vermittelt, die sozialen Hilfsdienste werden vermittelt oder gegebenenfalls auch in Zusammenarbeit mit der Justizvollzugsanstalt dann geschaut, dass dann in der Justizvollzugsanstalt irgendwas Sinnvolles für den Jugendlichen initiiert wird und dann wird das Verfahren abgeschlossen. Die
Kindertagespflege ist die Betreuung von 0- bis 14-jährigen Kindern für einige Stunden am Tag, ganztags, manchmal auch über Nacht, aber der Großteil sind einige Stunden. Also wir betreuen die Tagesmütter, wir stehen für Fragen zur Verfügung, wenn es Probleme gibt. Dann läuft die ganze wirtschaftliche Abrechnung über das Jugendamt, über die wirtschaftliche Jugendhilfe. Wir haben natürlich auch eine Kontrollfunktion, das heißt, wir gucken auch, dass es den Kindern gut geht in der Tagespflege. Das ist so das, was das Jugendamt macht. Adoption ist quasi die Annahme als Kind, also wenn quasi Eltern ein völlig fremdes Kind annehmen als ihr eigenes. Es gibt verschiedene Arten von Adoption. Man unterscheidet hier die Fremdadoption, das heißt quasi, wenn ein Ehepaar ein völlig fremdes Kind annimmt, das nicht mit ihnen verwandt ist. Und es gibt die Stiefkindadoption, zum Beispiel, wenn jetzt ein Partner das leibliche Kind von seinem Ehepartner adoptiert und das dieser schon mit in die Ehe gebracht hat, dann ist das eine Stiefkindadoption. Ein Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Arbeit mit den leiblichen Eltern, also mit den Eltern, die ihr Kind abgeben wollen zur Adoption, freigeben möchten. Das heißt, die begleiten wir während dem ganzen Prozess ihrer Entscheidung. Und wenn sie sich dann entschieden haben, das Kind freizugeben zur Adoption, dann ist es unsere Aufgabe, geeignete Bewerber zu finden, geeignete Adoptivbewerber. Und wir sind dann auch verantwortlich für die Durchführung und die Vermittlung und die Unterbringung des Kindes. Im Amt für Jugend und Familie des Landkreises Würzburg gibt es ein eigenes Team mit dem Namen Ambulante Hilfen. Das ist für die direkte Betreuung von Kindern und Jugendlichen, jungen Volljährigen und deren Familien tätig. Die 4 Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen helfen ihren Betreuten mit Unterstützung vom Freizeitbereich bis hin zur Bewerbung, vom Aufsuchen einer Beratungsstelle bis hin zur Integration in Vereine, von lebenspraktischen Angeboten bis hin zur Hilfe zur Erziehung. Auch sind die Betreuerinnen und Betreuer im Gespräch mit Lehrkräften an Schulen und Ausbildungsstellen. Und sie vernetzen sich mit anderen Fachinstitutionen. Sie beraten auch junge Mütter zur Pflege, Betreuung und Erziehung ihrer Kinder und geben Tipps im Hinblick auf die Mutter-Kind-Bindung. Dazu ist eine vertrauensvolle Beziehung zu den Klienten unbedingt notwendig. Das Jugendamt bietet darüber hinaus im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit auch diverse erlebnispädagogische Projekte und Zirkuscamps an. Der Pflegekinderdienst gehört zum Jugendamt. Wir sind eine Abteilung davon. Wir sind zu zwei Fachkräfte. Betreuen den Pflegekinderdienst und wir vermitteln Kinder, die in ihrer Herkunftsfamilie nicht bleiben können, in Pflegefamilien. Die kommunale Kinder- und Jugendarbeit bietet verschiedene Angebote in den Landkreisgemeinden und darüber hinaus an. Hierzu gehören vor allem auch Angebote, die die Kinder und Jugendlichen immer wieder kreativ und fantasievoll fördern sollen. Der Landkreis Würzburg pflegt außerdem eine Landkreispartnerschaft mit Israel und betreibt regelmäßig internationalen Jugendaustausch. Der alljährliche Ferienspielplatz des Landkreises bietet nicht nur die Möglichkeit, praktische und motorische Fähigkeiten beim Hüttenbau zu erproben. Dabei müssen die pädagogischen Mitarbeiter stets den Überblick im Gewusel behalten, damit beim Einsatz von Werkzeug und schwerem Gerät keine Unfälle passieren. Wann haben die Kinder heutzutage noch Gelegenheit, sich elementar mit Hammer und Säge einer konkreten Aufgabe zu widmen und dann auch noch das Hüttendorf mit einer zünftigen Übernachtung abzuschließen? Das Ferienspielplatzkonzept geht viel weiter und beinhaltet auch das Erlernen von demokratischen Strukturen. Es muss zum Beispiel ein Spielplatzbürgermeister und ein Spielplatzrat gewählt werden. Der muss dann dafür sorgen, wo es Wasser gibt, wie der Abfall wegkommt und wann welche Programmpunkte laufen. Familienbildung will im Landkreis Würzburg auch künftig niedrigschwellig sein. Dazu wurden 3 sogenannte Familienstützpunkte in Giebelstadt, Waldbüttelbrunn und Kürnach eingerichtet. Angebote für Kinder, Jugendliche und vor allem für deren Eltern stehen hier im Mittelpunkt. Sie sollen zum einen mehr Wissen rund um die Erziehung vermitteln und zum anderen für mehr Zeit für Kinder werben.
Der Umgang mit den neuen Medien will gelernt sein. Chancen und Möglichkeiten, aber auch Gefahren und Nachteile werden spielerisch und erzieherisch mit den Kindern und Jugendlichen erarbeitet. Wir schicken jugendliche Testkäufer, die sind Praktikanten bei uns, also alles Minderjährige, in Gewerbebetriebe, das heißt also Tankstellen, Getränkemärkte, Supermärkte, die müssen versuchen, harten Alkohol zu kriegen. Also wenn es wirklich Alkohol abgegeben wurde, kommt dann der Kollege von der Polizei, der Herr Schwarz, nimmt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige auf und legt es dann entsprechend vor. Die Anzeigen, Sachbearbeitung wird durch die Polizei, sprich durch meine Person getätigt und wird dann auch abgegeben ans Kreisjugendamt. Sämtliche vorgenannte Angebote werden auf breiter Basis sorgfältig geplant. Dafür ist die Jugendhilfeplanung zuständig, die in Arbeitsgruppen und Arbeitskreisen den Bestand und sich daraus ergebenden Bedarf feststellen.